Hey Leute, ja, ich habe meinen Laptop übrigens wieder gekriegt und habe auch die Hälfte der Reparaturkosten ersetzt gekriegt. Es gibt in Sachsen, Brandenburg und Thüringen und Berlin gibt es diesen Reparaturbonus. Und da kriegt man die Hälfte von hochwertigen Geräten, wenn man die reparieren lässt, wieder ersetzt. Ja, und ich habe ja erzählt, dass ich im Urlaub meinen Laptop kaputt gemacht habe. Ich hatte ihn auf dem Schrank liegen im Auto und habe ihn aber noch aufgeklappt gelassen, weil der, während ich fahre, dann noch das Video re-ändern sollte. Ja, hat er gemacht, das Video ist fertig geworden, aber in einer Kurve ist der Laptop dann runtergerutscht und schlug mit dem Monitor auf. Und da hatte ich dann bloß noch etwas gesehen. Und daraufhin habe ich mir dann im Urlaub einen Fernseher gekauft, den ich dann als Monitor genutzt habe. Ja, und dann habe ich hier ein paar Werkstätten angeschrieben, was das kosten würde, das Display wieder zu tauschen und dass ich den weiter nutzen kann. Und da hatte ich dann auch von zwei Werkstätten den Hinweis gekriegt, dass ich diesen Reparaturbonus gibt, wenn ich bei denen dann mit das reparieren lasse, kann ich den Bonus beantragen. Ich, wie gesagt, für Sachsen, Thüringen, Berlin und Brandenburg, die dürfen den Bonus beantragen. Müsst ihr selber machen. Ihr lasst euer Gerät reparieren. Und danach reicht ihr die Rechnung dann ein. Jedenfalls, es ging ganz zügig. Ich war gegenüber in Dresden, gegenüber vom Seidnitz-Center. Gegenüber vom Seidnitz-Center in dem Bürohaus sitzt die Firma. Ich bin dorthin, habe das abgegeben. Man muss vorher aber im Internet einen Termin vereinbaren. Das habe ich nie bedacht, deswegen war ich beim ersten Mal umsonst dort angetanzt. Da war niemand da. Und dann habe ich halt den Termin beantragt und das ging recht zügig auch. Ich habe Montag oder Dienstag den Termin beantragt und am Freitag bin ich dann hin. Da wäre auch noch einer für einen Donnerstag frei gewesen, aber Freitag hat mir dann besser gepasst. Ich habe dort jedenfalls dann meinen Laptop abgegeben. Der hat das Display in Ungarn bestellen müssen. Und trotzdem hat er es geschafft, dass ich den am Dienstag schon wieder abholen konnte. Bin ganz zufrieden, geht wieder alles. Hat er auch nicht kaputt gemacht. Ich sag, brechen ja gerne Ecken weg, wenn man hier so eine Plastikgeräte auseinandernimmt oder sowas. Hat es aber überlebt. Ich klapper zumindest nicht, weil ich hier wieder richtig fest zusammen alles. Als ich dann die Rechnung hatte, habe ich mich dann darum gekümmert, dass ich den Bonus beantrage. Und da müsst ihr euch bei der SAB anmelden, Sächsische Aufbaubank.
So Brandenburg, Berlin und Thüringen müsst ihr dann mal gucken, wo ihr das machen könnt. Jedenfalls hier muss ich mein Konto beantragen. Also kein richtiges Konto, sondern einfach bloß den Internetzugang, also einen Account setzen, sage ich mal. Euch anmelden. Und ihr solltet, bevor das Gerät wegschafft, was ihr auch immer ihr repariert haben wolltet, eine Werkstatt dafür euch raussuchen. Die sind alle hier in der Karte verzeichnet. Ihr könnt auch die Adresse eingeben und da zeigt ihr die näheren Werkstätten an. Jedenfalls habe ich dann den Account beantragt, meine Rechnung hochgeladen. Das ging alles recht zügig vonstatten. Ich habe dann jetzt gar nicht so aufgepasst, wann ich kam. Ich habe so ungefähr 1,5 Wochen später habe ich auf mein Konto geguckt. Da war das Geld schon wieder drauf. Also ging recht flott. Ja. Und jetzt habe ich mein Laptop wieder richtig, da kann ich den Fernseher im Auto zum Fernsehen nutzen. Und nie als, ja, als zweiten Monitor habe ich den, wenn ich im Auto was gemacht habe, am Videoschneiden oder so, habe ich den Fernseher jetzt gerne noch als zweiten Monitor genommen. Da hat man besser einen Eindruck, halt ein größeres Bild auch. Passt besser. Ja, das war es ganz kurz. Ciao aus dem Katzenstudio.